nicht der schönste Teil von Ho Chi Minh City, aber es gehört auch mal dazu, sowas zu zeigen. Du siehst, das ist ein riesen Kreisverkehr. Der Verkehr halt extrem verrückt, aber mein Ziel, meine Idee ist eigentlich, dass wir mal an den Fluss gehen. Und es gibt hier so einen Nebenkanal, den wollte ich mal entlang laufen und dann runter zum Saigon River zu gehen. Bin ich etwas falsch abgebogen, aber vielleicht kann ich das noch korrigieren. Ich habe den Kanal entdeckt. Ich schlage dir jetzt mal vor, dass wir gemeinsam hier runterlaufen und dann an diesem Kanal hier entlang, bis wir dann wirklich zum Fluss kommen. Super laut hier. Verkehr ist halt, das ist wirklich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch in anderen Videos gesagt, es ist einfach nur krass, was hier abgeht. Zumindest ist es hier mal wieder ein bisschen grüner. Das findest du häufig hier. Kleiner Coffeeshop. Alles ein bisschen einfacher hier in diesem Viertel. Aber es ist eine gute Möglichkeit, wirklich auch so die Stadt kennenzulernen. Ein bisschen hinter die Kulisse zu schauen, nicht nur dieser Sehenswürdigkeiten, die es hier in Ho Chi Minh City gibt, sondern auch mal zu sehen, wirklich, wie eigentlich die Leute leben. Zum Beispiel die Art des Recyclings hier. Also die Damen, die sammeln jetzt hier Kartons und ein bisschen Plastik, zum Beispiel Wasserflaschen ein. Und dann gibt es ein paar, sag ich mal, Eurocent dafür, je nach Kilogramm. Und so ja, bestreiten die quasi ihren Lebensunterhalt. Ein ganz friedliches Viertel, wie sich das nennt, weiß ich allerdings nicht. Ich tue dir mal eine Karte jetzt einblenden, dass du siehst, wo wir uns gerade befinden. Was du aber auch hier wieder schön erkennen kannst, zum Beispiel die Gebäude, die sind halt noch in diesem Kolonialstil gehalten. So von den Franzosen, da ist noch dieser Einfluss wirklich erkennbar, direkt hier in dem vorderen. Es ist einfach nur herrlich. Das ist wirklich schön mit den ganzen Pflanzen und Blumen. Der Typ verkauft beispielsweise hier so Gemüse. Jetzt war er zu schnell und ich vielmehr zu langsam. Ich wollte das mal aus der Nähe zeigen. Aber naja, sei es drum. Du kriegst trotzdem diese Idee, wie friedlich das Ganze ist. Halt Wasser, das beruhigt natürlich. Und es ist auch jetzt nicht so laut wie Richtung Stadtzentrum. Obwohl wir eigentlich gar nicht so weit entfernt sind. Also das ist, wenn du von hier das, sag ich mal, Richtung Notre Dame Cathedral läufst,
laufen würdest, dann bist du so vielleicht eine halbe Stunde unterwegs von hier. Da drüben ist der Botanische Garten und der Zoologische Garten von Ho Chi Minh City. Ich werde dir jetzt aber ersparen, nicht dahin gehen. Wenn du nämlich Lust und Laune hast, einen Botanischen Garten zu sehen, dann schau dir das obere Video an für Kuala Lumpur. Weil wir werden uns aufmachen, unsere Tour hier fortzuführen und einfach mal wieder auf Spurensuche zu gehen, wie die Leute tatsächlich hier leben. Das ist das andere Ho Chi Minh City, was wir heute vloggen. Der Himmel macht zu, sieht danach aus, dass es bald regnet. Erkennen verrückter Traffic hier und ich muss einmal hier Straße überqueren. Challenge pur, sage ich nur. Du brauchst gar nicht nach rechts gucken. Ich mag das. Die behalten den Namen Saigon noch weiter. Ein toller Mix bietet diese Stadt aus Moderne, aber auch dann aus Kolonialgebäuden. Werfen wir noch einen kleinen Blick in das Elegante dieser Innenstadt. Einen gewissen Flair hier, oder? Was denkst du? Lass mich das mal in den Kommentaren wissen. Gibt doch immer noch eine Überraschung, die auf einen erwartet. Hier endet unser heutiger Ausflug. Spaß hat es gemacht und schau dir in der Zwischenzeit das Hanoi-Video an.